Moin, herzlich willkommen. Da nach einer Extended Version gestern sozusagen. Ja, ich habe irgendwie vergessen, die Aufnahme zu stoppen. Ja, sind wir hier zurück auf dem nordfriesischen Marsch und holen mal so alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Kümmern uns mal ein bisschen um die Produktion, räumen ein bisschen auf. Ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Genau so bleibt. Nicht weiter. Haben wir denn noch alles? Ja, der kann noch probieren. Sehr schön. Die hier können auch noch produzieren, wahrscheinlich. Können sie noch? Tun sie auch. So, wo werde ich das jetzt los? Kaum habe ich was geladen. Lidl, Obstler, Born, Aldi. Verkaufe ich beides bei Lidl. War jetzt nicht extra, deshalb runter zu Aldi. Das kannst du knicken. Haben wir hier schön zu Lidl, das ist gleich um die Ecke. Gerade wieder die 3-Millionen-Marke. Irgendwo haben wir 500.000. Ach, das waren die Kartoffeln, also 487.000. Das waren die Kartoffeln. So, was haben wir noch für Produktionen, wo wir gucken können? Sachen wegholen müssen, wo wir uns drum kümmern müssen. Können wir wieder bei den Fischern gucken, ne? Wie es da läuft. Och, ist ja ein Stoppelfeld. Stoppelfelder darf ich rüberfahren. Würde nie durch die Frucht fahren, aber hier über Stoppelfeld. Ich habe die Kürbisproduktion nie in Gang gehabt. Hier auf der Map. Genauso habe ich die Saftproduktion noch nicht im Gang. Ich weiß nicht, was ich noch nicht im Gang habe. Die Bienenstöcke. Ich habe zwar Bienenstöcke gebaut, aber... So. Das ist Fisch oder Krabben? Das ist Fisch. Wurst und Fleisch kann ich kaufen ohne Ende. Krabben bei Aldi. Fisch. Unten anzulesen. Fisch bei Lidl. Wie groß ist denn der Unterschied? Zu lieb.
Okay, wir haben kein Öl mehr. Wir müssen uns um Öl kümmern. Erstmal muss ich eben zu Lidl fahren. Da kann ich ja wieder hier übers Stoppelfeld. Dann muss ich mich gleich mal um Öl kümmern. Aufpassen. Und 3 Millionen Einnahmen. Bei Edeka. Waren hatte ich doch erst eingelagert, oder? Ihr kennt mein Argument, ne? Stoppelfeld. Dann auch noch meins. Darf ich drüber fahren? Backfahren hatte ich doch. Kauf. Ja, das war jetzt gerade mal einfach so eine. So eine Ladung voll Hafer. Noch ein bisschen beschäftigen. MB-Truck, durchdrehende Reifen. Ah, da muss ich doch gleich mal hinterher. Und was gibt's bei Edeka noch? Kirschsaft habe ich nicht. Butter. Ah, okay. Könnte ich noch gucken. Hier. Ja, auch nicht.
Butter, Quark, Dicker, Pflaume. Weiß ich nicht. Hier gleich nachgucken. Haferflocken. Haferflocken gibt es, wenn dann, hier nebenan. Ich glaube nicht, dass ich hier. Dass ich hier welche drin habe. Ich wollte nicht steigen. Frischkäse. Ding ist wieder hier drüben. Jetzt ist hier echt. So, eben einmal zu Edeka. Und dann kümmern wir uns noch eben um die anderen beiden. Dann ist Ende Gelände und dann ist auch Schluss mit dieser Aufnahmesession hier. Mich gerade, wie ich da so rauskomme ohne Probleme und er da durchdrehende Reifen hat. Du jetzt machst. Mach's vernünftig. Ich weiß nicht warum. Wie, der ist fertig. Das ist ja cool. Ja, richtig. Komme ich da so durch? Feld 9. Zeit ist um. Ihr hört es. Ich schau mal, ob ich hier so rüberkomme. Wie ich hier so durchschummeln kann. Kann ich. Natürlich genau am falschen Ende. Aber das
das macht nichts. Kümmere ich mich noch eben drum, dass der da rüberkommt. Leute, heute ist Donnerstag. Donnerstag heißt, es gibt eine Folge Let's Play, das wisst ihr. Die ist jetzt vorbei. Und oh, Entschuldigung, ich musste ganz spontan niesen. Ich musste euch eben stumm schalten. Die ist jetzt vorbei, aber 16 Uhr. Was gibt's da? Hä? Match Experience gegen Friesenjung. Und da gucken wir mal, ob ihr wieder zuschaut. Und denkt dran, ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten ich jetzt habe, weil ich ja hier irgendwie 2 Wochen im Vorfeld produziere. Über 2 Wochen, 2 Wochen und einen Tag. Ihr seht, jetzt ist Mittwoch. Und in 2 Wochen erst an dem Donnerstag kommt das. Aber es geht leider nicht anders. Hält 8 hoch. Welt 9. Und ja. Ja, dann fährt er eben alles mal ab. Das ist mir auch egal. Solange er dann irgendwann mal aufhört, im Kreis zu fahren und so. Leute, also. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten ich jetzt habe. Bei 1000 Abonnenten gibt es 10 Stunden Livestream. Ich wiederhole es immer wieder und immer wieder. Mit Gewinnspiel. Also, ich sage euch dann rechtzeitig Bescheid. Also, wir müssen erstmal die 1000 Abonnenten erreichen. Und dann muss ich einen Termin finden, um den zu machen. Das wird auf jeden Fall auf einem Samstag sein. Und dann wahrscheinlich von 12 bis 22 Uhr. Ja, wir schauen mal. Leute, ihr schaltet morgen wieder rein, Freitag, eine Folge, kein Livestream. Und Samstag auch kein Livestream, erst nächste Woche wieder am 19. gibt es einen Livestream. In diesem Sinn verabschiede ich mich bei euch und sage ciao.